99 war das letzte Mal, dass eine Kölner Mannschaft auf dem Championat war, und das jetzt wieder geschafft zu haben, ist natürlich für uns ein Zeichen, dass wir es schon richtig machen mit unserem Training. Ja, genau. Also 99 war ich noch selber im Team mit Kai Vorberg und meiner Schwester Stefanie. Corona war, glaube ich, 6 Jahre alt damals und ist als Fan mitgereist. Und natürlich, da kann man sich ganz genau rein, das wird man auch niemals vergessen, ein Erlebnis am Championat zu starten für Deutschland im Team, das ist was ganz Besonderes. Ja, und es schließt sich irgendwo der Kreis so ein bisschen. Die Arbeit wird belohnt und alles, also das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Mich hat es total gefreut. Ich bin eigentlich nicht so eine, die direkt losheult, aber vor 2 Wochen war ich, glaube ich, die Erste, die geheult hat. Ich glaube, Druck fühlen wir im Moment gar nicht oder noch gar nicht. Ich glaube, die Freude einfach, dass wir es geschafft haben, überwiegt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass bei uns einfach der ganz große Vorteil ist, dass wir uns auch alle persönlich richtig gut verstehen und man da auch weiß, man kann sich immer auf den anderen verlassen, der einem dann auch mal aus der Patsche hilft, wenn es dann doch mal nicht so geklappt hat. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil vom Erfolg. Ja, da sprichst du gerade was sehr, sagen wir mal, Emotionales auch an. Natürlich, das ohne das Team macht mir das Ganze natürlich auch nur halb so viel Spaß. Ja, weil einfach der, wie Torben eben schon erwähnt hat, der Teamzusammenhalt, auch die Leute hinter dem Team, die da stehen und die man hier jetzt gar nicht sieht, was die alles im Hintergrund da leisten, das ist unglaublich. Für mich ist es jetzt dieses Jahr so ein bisschen schwer gewesen, weil ich jetzt, wie gesagt, neu nach Köln gekommen bin, aufgrund meines Studiums. Und ich halt so ein bisschen jetzt zwischen Köln und Hannover hin und her pendle, weil da halt mein Pferd steht. Mein Einzelpferd. Das war das Ganze zeitlich natürlich sehr schwierig, aber das Ganze ist halt mit den Trainern natürlich auch abgesprochen und alles durchgeplant und anders halt auch einfach gar nicht möglich. Ich denke einfach, dass mit dem Team eine ganz neue Erfahrung wird, durch den Gruppenzusammenhalt, dass man sich ja noch viel mehr unterstützen kann, als man das mal einzeln so machen kann. Wir haben ja das Glück, dass wir in der Mannschaft sehr groß aufgestellt sind und ein sehr großes Team haben. Und wir haben auch schon übers Jahr in der Konstellation trainiert. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir plötzlich diesen großen Umbruch hatten sozusagen. Wir haben einfach gesehen, dass in Warndorf wir Schwierigkeiten hatten und dass wir da was verändern mussten. Und ja, das hatte allerdings nichts mit den Leistungen der Voltigierer zu tun, sondern es ging einfach ums Gesamtkonzept. Ich bin selber mehr aufgeregt, als wenn ich selber einlaufen würde, wenn ich am Rand stehe. Ja, ich meine, man fiebert natürlich mit und man durch das Training, wo man ja auch die ganze Zeit dabei ist, weiß man halt auch, wo ein paar Schwächen liegen, und da wird es besonders schlimm. Ja, also es ist natürlich schwierig, so dann zuzugucken, ne? Aber man ist ja immer dabei. Also man trainiert ja mit, man unterstützt sie, wir schminken, vielleicht nächstes Jahr dann auch mal im Zirkel halt. Jetzt auch gerade nochmal mit hier, mit Aachen, wo wir den Ersatzpferdestart gemacht haben. Hinsichtlich so ein bisschen zur Schonung vom Hauptpferd für die EM und auch für uns selber, dass wenn irgendwie auch vielleicht mal mit dem Pferd irgendwas ist, dass wir da schon mal nochmal eine Absicherung uns jetzt geholt haben. Und so wie jetzt die Tage hier verlaufen sind auch nochmal, und auch wenn wir jetzt über den Wettkampf gesehen Pflicht und Kür zusammen den zweiten Platz gemacht haben, glaube ich, dass wir an diesem Wochenende nochmal so viel gelernt haben und nochmal so gestärkt aus dem Wettkampf rausgehen, dass wir da einfach unseren Weg bis zum Championat weitergehen.